Recht herzlich willkommen zur 232. Folge von City Skylines. Ja, wie ihr schon hört, Erkältung ist immer noch da, wird aber besser. Und ja, wir schauen mal. Wir hatten letztes Mal gesagt, eine Monorail zum Beispiel wäre interessant und die Mautstellen. Also dann, wenn wir da eine Monorail bauen wollen würden, dann wäre das interessant, da wo viel Verkehr ist. Und hier wird sich eine Monorail anbieten, ne? Aber wir müssten mal gucken. Tja. Wo macht was Sinn? Das ist die Frage. Also hier ist viel, verdammt viel Verkehr. Hier auch. Das würde bedeuten, eine Monorail hier rüber vielleicht wäre sehr interessant. Von hier nach da oder sowas, ha? Weil hier auf der Brücke, da ist ja wirklich viel Verkehr, ne? Da staut sich's wie bekloppt, weil die alle da runter wollen in das Industriegebiet. Ja, hier auch noch. Müssen wir doch mal gucken, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen, ne? Wo wurden die gebaut? Hier. Und eine Seilbahn haben wir auch dabei. Monorail. So, und wo baue ich die jetzt lang? Das ist die Frage. Wohl nicht auf der Straße. Ich dachte, die wird über der Straße gebaut. Das ist wohl ein Irrglaube. So, das ist, was ist das denn jetzt hier? Ein Monorail-Bahnhof. Der muss mit anderen Bahnhöfen verbunden sein. Monorail-Gleise mit Bahnhöfen. Okay, den baut man auf der Straße wohl. Ach so, hier rechts kann man das auch auf der Straße bauen. Alles klar. Also das bedeutet, dass das hier drüber geht. Alles klar. Was gibt's noch? Ah, vierspurige Straße gibt's auch, aber die haben wir jetzt hier nicht. Und Haltestellen. Das würde bedeuten, wir gehen hier mit der Monorail definitiv über das Land hier, über. Ja. Monorail-Gleise auf zweispuriger Straße. Geht wohl nicht. Geht wohl auch nicht. Na, das ist ja was. Weil das eine dreispurige Straße wahrscheinlich ist, deswegen geht das nicht, ne? Das bedeutet dann, dass wir das daneben bauen. Okay. Lass mal das mit der... Weiter geht's nicht, ne? Nein. Auf vierspuriger Straße. Jetzt suchen wir da erstmal eine vierspurige Straße. Ist das auch keine vierspurige Straße? Wohl sechsspurig, super. Geht da auch nicht. Drei, sechsspurig. Sechsspurig. Haben wir ja nicht. Cool, oder? Unsere Straßen sind alle so groß, dass wir keine sechsspurigen Straßen haben. Geht da auch nicht. Oder haben wir hier nur was Falsches ausgewählt und dann geht's. Aha. Das war jetzt nicht so doll. Können wir mit Steuerung Z eigentlich rückwärts machen? Nee, geht leider nicht. Oder war Shift Z? Nee. Rückwärts. Will ich nicht da haben eigentlich. Gefällt mir jetzt gar nicht, ne? Jetzt habe ich da eine Monorail, die ich da gar nicht haben möchte. Oder? Was haben wir denn hier? Ein Dingens Terminal. Ist hier Museum wahrscheinlich, da können wir das uns angucken, ne? So, nochmal rauszoomen. Verkehr angucken. Haben wir jetzt hier gebaut. Ist die Frage, ob das da Sinn macht. Man könnte die ja hier rüberführen, ne? Ich
Wäre aber sinnig gewesen, da anzulanden, ne? Obwohl, wir können ja hier so rüber, ne? Und von da abholen. Macht vielleicht auch Sinn. Komm, machen wir mal. Frage, wo wir das hier beenden, ne? So, da gibt es keinen Anschluss, weil die Kurve zu stark ist oder was. Ah, ne, ich sehe, da drunter ist ein Dingens. Eine Straßenbahn, die wir gerade kaputt gemacht haben. Das müsste jetzt gleich von alleine weggehen, oder? Auch nicht. Das passt jetzt wieder nicht super, oder? Ist schon wieder erledigt, oder? Kann das sein? Ich glaube ja, hat die Straße gefunden, wo ich es eingeschaltet habe, ne? Da ist ein Frachtterminal. Jetzt ist die Frage, wie betten wir dieses ganze Werk jetzt hier? Oh, Seilbahn ist natürlich verkehrt. Oh, was ist das für ein Riesengerät? Monorail-Busknoten. Wow. Das will ich nicht. Das ist viel zu groß. Lass mal gerade gucken, ob wir das hier hinkriegen. Es würde definitiv hier funktionieren, aber wo ist denn jetzt hier der Straßenanschluss dann? Das ist die Frage. Wie kommen die Leute da hin? Man kann das auf jeden Fall so bauen. Ach, Monorail mit einer Straße. Sehr interessant. Dann können wir das gleich abreißen, weil das schief gelaufen ist. Das würde bedeuten, das kommt hier hin. Aber etwas schwierig. Ach so, das wäre jetzt ein Ausstieg, den wir irgendwo hinbauen müssen. Ja, da kennen wir uns da nicht aus. Das wird dann schwierig, ne? Können wir hier jetzt was wegreißen einfach? Also das Aufpeppen geht hiermit, ist klar. Aber das geht nicht hiermit. Lass uns mal ans Ende gehen und gucken, ob das hier geht, wo die noch nicht ist. Nein, ist nicht möglich. Bedeutet, hier kannst du es dran machen. Das funktioniert. Die Monorail hier verlängern geht dann auch wahrscheinlich. Ne, das müsste die sein zum Aufpeppen. Die funktioniert da soweit. Achso, wir hatten eben auch eine vierspurige. Naja, jetzt ist es nur eine zweispurige hier geworden. Ist aber auch egal, das Ende ist hier nah.
Wasser braucht das auch. Sehr interessant. Also wir haben definitiv jetzt schon mal eine Monorail-Station da, die wir jetzt irgendwo weiterbauen wollen noch. So, die wollten wir jetzt hier rüberziehen. Das bedeutet, wir bauen jetzt eine Straße dafür. Dahin. Nee, dahin. Die jetzt dann da weitergeht. Und zwar so. Also hier geht sie schon mal hin. Geht sie hier irgendwie hin? Ich glaube nicht. Da geht sie aber weiterhin und dann geht sie hier auch rüber, oder? Ich hätte sie jetzt gerne hier einfach nur rüber gehabt. Was sich aber wohl gerade etwas schwierig gestaltet. Wie ist das denn jetzt möglich? Kann nicht so schwer sein, jetzt hier über die Straße zu kommen, oder? Okay, bedeutet abreißen. Ich war davon überzeugt, dass das funktionieren kann. Ich mach das auch nochmal weg. So geht's. So hat's geklappt, ja. Sehr schön. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Verkehr. Hier müssen wir noch irgendwo so eine Station hin haben. Wir haben hier einen Halt. Und wo sind wir denn hier überhaupt? Karte gedreht, ne? Wir wollten eigentlich hier hinten bauen, das hat sich dann wohl erübrigt. Die geht voll falsch raus jetzt hier, ne? Also hier ist gar nicht mal so schlecht hin, das war schon richtig. Über die Bahn brauchten wir gar nicht. Ich dachte, das wäre die jetzt gewesen. Naja. Ich glaube, wir reißen nochmal ab. Jetzt müssen wir nur gucken, aber da ging es ja auch, dann muss es da ja auch gehen, ne? Jetzt lassen wir gerade nochmal schauen mit dem Verkehr. Jetzt haben wir hier eine Station. Ich denke, wir gehen hier nochmal hin und bauen da auch nochmal eine Station irgendwo hin. Und binden das dann notfalls mit einer Straße an. So, hier gibt es jetzt noch eine Station zu bauen. Und was ist denn das andere hier? Hier ist ja auch eine Monorail-Bahnhof. Kann ich den mitten in die Landschaft setzen? Nein, das geht nämlich nicht. Der muss nämlich dann an einer Straße sein. Wenn ich das hier nicht machen muss... Weil ich hier schon die andere Straße habe, die da drunter ist dann. Machen wir mal dahin. Und jetzt brauche ich hier nur noch die Monorail anbinden, in der Hoffnung, dass das auf dem kurzen Stück klappt.
nochmal das ganze Werk da anschließen. Hier raus, darum. Da lang. Da war es gerade blau, ne? Das heißt, das letzte Stück wieder abreißen und gucken, dass wir da andersrum kommen. Auch wegen der Auffahrt, da geht das nicht, ne? Kann man höher bauen. Jetzt will er noch nicht mal das machen, ne? Jetzt hat man das eine geschafft, ne? Traurig, aber wahr, geht nicht. Gut. Erstmal eine Etage tiefer, zwei Etagen tiefer, weil das ist die richtige Höhe. Nochmal. So, jetzt geht's auch mit der Höhe. Entschuldigung. Okay, wir müssen so hoch, um da irgendwo vorbeizukommen. Aber da ist dann schon wieder Sabbat, ne? Ja, also Monorail gestaltet sich verdammt nochmal schwer, aber hier geht's. Oh, jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich hier noch irgendwie hinkomme. Kommen wir da wieder runter, ne? Zack, die Häuser mussten leider weg. So, und jetzt hier kommt dann die Frage auf, wohin mit der ganzen Sache, aber das hört sich doch, fühlt sich doch hier ganz gut an, ne? Ich glaube, wir machen das hier vorbei. Warte mal, hier können wir noch einen Bahnhof setzen dann. Würde ich jetzt mal sagen. Den machen wir mal hier hin. Das ist der, der da hinkommt. Ne, ich wollte den nicht drehen, sondern den drehen. Ich weiß jetzt nicht, ob der angeschlossen ist. Mal gucken.
ist wohl. Passt. Super. Hat geklappt. Und ich würde jetzt aber gerne hier noch ein bisschen weiterbauen. Und zwar, jetzt stellt sich mir gerade die Frage, ob das mit der Straße dann auch so klappt, ne? Da ist eine doppelte Straße darunter, okay. Gut, und dann machen wir die Monorail weiter erstmal so. Ich glaube, da müssen wir höher, damit das klappt. Gehen aber danach wieder tiefer. Jetzt wird es hier interessant. Wo wir da hingehen, ist die Frage, ne? Geht das hier? Schade, ne? Das passt jetzt leider nicht. Da drunter her war möglich, aber nicht weiter. Höher? Ne, geht nicht. Das heißt, der letzte Abschnitt nochmal weg. Das war ja schon nicht verkehrt da. Jetzt müssen wir nur wieder gucken, dass wir das in der Höhe kriegen. Okay. Krasses Werk. Ist das eine vierspurige Straße? Nee, ne? So, jetzt müssen wir hier aber mal wieder runterkommen. So, jetzt sind wir wieder auf normaler Höhe. Und hier geht alles. Und hier würde ich jetzt sagen, kommen wir mit der ganzen Geschichte zu einem Ende und machen da den dahin. Ne? Was ist das denn hier eigentlich? Ach, da ist ein Busknoten auch noch interessant. Ach so, nee, das wollen wir dann nicht. Da können wir dann einfach eine Bushaltestelle machen, ne? So, den drehen wir mal. Passend. So eingesnappt dann. Zack, passt. So, und die Straße müssen wir dann noch anbinden irgendwie. Ja. Ich glaube, wir machen das jetzt erstmal so, dass wir erstmal eine Haltestelle da verbinden. Wie geht das hiermit? Hiermit. Und wo ist die nächste? Da. Haben wir schon mal. Hier ist auch noch eine. Nee. Doch, da ist noch eine. Und die ging dann hier hinten irgendwo hin, wo wir dann keine am Ende haben. Da müssen wir das nochmal checken, was wir das hier umbauen, ne? So. Hier ist die Monorail.
Kann man die denn umdrehen? Kann die wieder rückwärts fahren? Ich will es mal hoffen, ne? Wo ist sie denn da? Und jetzt können wir hier schließen, oder? Will ich hoffen, passt. Und jetzt ist nur die Frage, wo sie fährt, ne? Hier muss noch eine Straße dran, ne? Würde ich mal sagen. Passt. Und da muss man mal gucken, wie der da hinkommt oder auch nicht, ne? Die ist da erstmal zu Ende. Und jetzt müssen wir gucken, wo eine fährt. Wenn hier überhaupt eine fährt. Hier fehlt's Wasser. Da fährt eine. Aber wir müssen mal gerade erst nach dem Wasser gucken. Irgendwo war noch so eine Station da. Und die andere, die passte, glaubt, da war schon Wasser dran. Naja. Sieht auf jeden Fall so aus. Gut. So, da fährt eine und wie man sieht, sind keine Passagiere drin. Warum fährt die jetzt nicht weiter? Ist da schon. Ach so, ein Stau, alles klar. Okay. Monorail-Linie 1. Folge wird verdammt lang heute. Aber wir wollen ja die Monorail sehen, wie sie fährt, ne? Okay, nächste bitte. Hier kann keiner einsteigen eigentlich, weil hier gar keine Leute hin können, ne? Das müssen wir erstmal beheben. Höchstens quer über die Wiese im Fußgänger oder sowas, ne? So, jetzt flitzt die aber ordentlich, denke ich mal, ne? Das war jetzt das längste Stück, glaube ich, ohne Halt. Aber schnell ist auch was anderes, oder? Okay, jetzt geht's hier hoch, ne? Hier lang. Jetzt müsste gleich im Bahnhof wieder kommen, oder? Der ist aber angeschlossen, da könnte was passieren. Aber ist trotzdem keiner. Ja, teures Unterfangen, oder? Die andere Seite fährt schon weiter. Wir nicht, doch jetzt. Okay. So, jetzt gibt es nur eine Haltestelle, oder? Die ist auch angeschlossen. Schwieriges Stück Fahrstrecke. Und die ist dann einmal rum, ne? Und da steigt keiner ein. Sorry. So, jetzt weiter geht's.
In den Details. Nix los irgendwo. Da sind immer zwei drin. Also es gibt Bewegung. Da ist auch einer, da ist auch einer. Irgendwann wird das dann angenommen. Wir müssen aber noch ein bisschen dran herumbauen, denke ich mal. Okay. Jetzt müssen wir hier das X finden. Ah, das war das falsche. Spiel fortsetzen. Ah, schade, ne? Gut, ging auch so. Kriegen wir das nochmal auf, das Fenster für diesen Zug? Ja. Der hat aber keine Passagiere. Okay, aber ich sag mal, für die Folge soll es auf jeden Fall reichen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und ein Abo vielleicht, ne, macht, wenn ihr es noch nicht habt. Und in der nächsten Folge gucken wir, dass wir dann die Monorail dann optimieren. Alles klar. Ich würde dann sagen, noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.